Innovationen in Wassersystemen. Ich werde immer wieder gefragt, was man so machen kann im Hausbau, was für Toilettensysteme kann man einbauen, aber auch, wie kann man Energie sparen im Zusammenhang mit Warmwasser und Wasserfilter, welche und so weiter. Ja, und dazu habe ich jetzt mal einen Vortrag zusammengestellt, wo ich in knapper Form die ganzen Möglichkeiten zeige. Und Wassersysteme sind großräumig, so es geht nicht um Wohnungen und einzelne Häuser, sondern es geht darum, wie insgesamt Wasser und Abwasser organisiert werden können. Ja, diese Sachen möchte ich erzählen, so Hintergrund der Innovation in Wasserinfrastruktur. Übersicht über einige aktuelle Entwicklungen, dann zeige ich die aus meiner Sicht sinnvollen Entwicklungspfade und Diskussionen dann bitte unter dem Video. Ich freue mich über Rückmeldungen und gehe auch da auf Fragen ein. Ja, die Abwassersysteme, die wir heute haben, sind riesige Maschinerien, die Nährstoffe, die wir mit den Lebensmitteln in die Stadt führen, in Abwasser verwandeln. Und damit wird vom Land immer mehr an Nährstoffen ins Meer geleitet. Also Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Spurenelemente. Und das ist etwas, wo der Boden dann immer schwächer wird und hoher Energieaufwand zu leisten ist, um Stickstoffdünger wiederherzustellen oder Phosphorabbau zu machen. Die Ressourcen für Phosphor und Kalium, Schwefel und weitere enden auch in wenigen Jahrzehnten. Insofern ist das alles keine sonderlich gute Idee. Die andere Seite der ja, Verarmung von Böden, auch durch Abwassersysteme, aber nicht nur, sondern auch durch falsche Landwirtschaftspraxis. Und der Mensch hat halt zwischen 1950 und 1990 ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Und das ist eine katastrophale Entwicklung, die auch den Wasserkreislauf zum Zusammenbrechen bringt. Wenn die Böden kaputt sind, gibt es nur noch Flut und Trockenheit und nichts mehr dazwischen. Und das sehen wir in vielen Teilen der Welt. Es kann sehr leicht umgedreht werden mit regenerativer Landwirtschaft, mit anderen Methoden der Bodenbewirtschaftung, aber auch mit einem anderen Umgang mit Wasser und Abwasser. Ja, dann gibt es noch ein Thema. Die Summe der Effizienzsteigerungen im Gebäude wird, ich sagte mal hier möglicherweise, zu einem Versagen vieler der bestehenden Kanalnetze führen. Zu wenig Durchfluss, Einfrieren, anaerobe Zustände, also kein Sauerstoff mehr drinne und dann gibt es Gestank. Und deshalb ist die Frage, die wir heute stellen, wie geht es weiter? Was kann man machen? Umbau ist erforderlich dieser Systeme, aber die globale Entwicklung läuft sehr, sehr langsam. Wir haben also, wenn wir hier sehen, wo in der Welt überhaupt im nennenswerten Maße Abwasser behandelt wird, dann sieht man, dass im ganz, ganz großen Teil der Welt ja einfach nicht mal Kanalnetze sind, wobei Kanalnetze nicht unbedingt eine gute Idee sein müssen, aber auf jeden Fall muss man andere Systeme machen. Also das Üble ist halt, dass nur etwa 80% des Abwassers nicht behandelt werden, weltweit gesehen. Und das ist einfach eine Vorstellung, die einfach unglaublich ist und es braucht neue Ansätze, um da weiterzukommen. Ja, wenn man jetzt an Innovation denkt, gibt es drei Innovationsfaktoren. Technische Innovation, das ist das, was wir kennen, so ein bisschen Verbesserung, da sind meistens noch ein paar Prozent drinne, weil vieles schon durch zig Erneuerungszyklen gegangen ist. Formale Innovation, wie schön wird irgendwas?
Und dann gibt es aber die ganz wesentliche Konzeptinnovation. Und da spielt die Musik, weil da kann man mit anderen Ansätzen plötzlich ganz andere Dinge erreichen. Die Industrie hat vorgemacht, wie man mit Wasser anders umgehen kann. Die großen Wassermengen, die klassische Industriebetriebe gebraucht haben, waren zunächst kein Problem, aber dann in Ländern mit Trockenheit und auch mit der Notwendigkeit, die Abwasserreinigung immer weiter zu verbessern, wurde das zu einem Problem. Vorher war halt auch wie in der Stadt einfach ein Kanalnetz vorhanden, alles wurde abgeleitet, zentrale Behandlungsanlage, und die Industrie hat gemerkt, das kostet überall Geld, man kann kaum was wiedergewinnen, und hat gewechselt zu solchen Systemen mit Teilstrombehandlung. Also Teilstrom ist da ein gutes Wort. Teilstrom. Und das heißt, dass man an so einer Anlage hier, wenn das jetzt eine Produktionseinheit ist, dort wird dann das Abwasser, was hier in dieser speziellen Anlage, was weiß ich, was das sein kann, das kann eine Verchromung sein oder eine Aufbereitung von Lebensmitteln. Das Abwasser hat ganz spezielle Inhaltsstoffe, die nicht vermischt sind mit anderen Sachen. Und deshalb kann man hier sehr gut das Wasser zurückgewinnen, aber auch verschiedene Inhaltsstoffe wiederverwenden. Und das Ganze war sehr erfolgreich, und plötzlich können solche Abwassersysteme auch noch Einnahmen generieren. Und das Wasser, was nötig ist, wird immer weniger, und es gibt inzwischen auch einige abwasserfreie Betriebe, wo man halt gar kein Wasser mehr braucht von außen, sondern die ja, einfach eigenes Brunnenwasser zum Beispiel durch sorgsame Nutzung und Wiederverwendung dann verwenden kann. Also der Niederschlag auf dem eigenen Gelände kann ausreichen, so einen Betrieb zu legen. Manchmal ist natürlich die zentrale Wasserzufuhr trotzdem noch sinnvoll, aber das Wegfallen von Abwasser, das hat große Vorteile. Man hat mit dem ganzen rechtlichen Prozedere nichts zu tun, was sehr aufwendig ist. Wie sieht das jetzt aus in der Stadt, im Haus, im Gebäude? Und da kann man einmal sagen, wir haben auf der einen Seite das, wenn man jetzt das Ganze hier, was ich hier zeige auf dem Bild, ist das gesamte Abwasser. Und der erste Schritt ist immer eine Trennung zu machen von Toilette und dem restlichen Abwasser. Aber wie im Industriebetrieb macht es keinen Sinn, das alles zu vermischen, weil dann wird die Wiederverwendung der Nährstoffe sehr schwierig, und das ganze Wasser ist minderwertig, schwer zu reinigen und alles. Das Grauwasser, das ist das Wasser, was dann aus Dusche, Waschmaschine, Küche und alles andere, das ist die große Menge des Wassers, was verbraucht wird. Das wäre halt hier mal so dargestellt als dieser Kubus, dieses Volumen. Und wenn man jetzt Spültoiletten hat, dann gibt es aber auch eine ganze Menge Wasser, was weggeht über ja, Spülung von Toiletten. Also das ist oft ein Viertel oder ein Drittel des gesamten Wasserbedarfs, und das ist natürlich etwas, was nicht sonderlich sinnvoll ist. Nur um diese ganz kleinen Mengen an Urin und noch kleinere Mengen an Fäzes wegzuspülen, diese riesigen Wassermengen einzusetzen. Und jetzt gibt es halt etwas, was wichtig ist. Die kleinen Mengen hier, kleine Menge Urin und die noch kleinere Menge Fäzes, 500 Liter bzw. 50 Liter, hat fast alles an Stickstoff. Phosphor ist in den Exkrementen zusammen sehr stark drin. Kalium, was man in der Kläranlage nicht eingefangen kriegt, kann man so gar nicht rausholen. Und es gibt fast 50%
der organischen Materialien, also die Materialien, die wieder zu Bodensubstrat werden könnten, oder wo auch zum Teil Energie draus gemacht wird, sind dann dort. Und neben den ganzen Dingen, die im Urin sind, haben wir leider dort auch den ganz großen Teil der Pharmazeutika-Rückstände. Und deshalb haben wir hier ein Problem. Wenn man das aber getrennt sammelt, die Exkremente, kann man eine Behandlung machen, wo man auch diese Substanzen los wird. Entsprechende Techniken zeige ich gleich. Wenn man neue Systeme macht, braucht es andere Toilettensysteme. Die übliche Spültoilette verbraucht sehr, sehr viel Wasser, große Verdünnung, das Wasser wird verschwendet. Ich habe selber vor etwa 25 Jahren angefangen, Systeme zu entwickeln auf der Basis von Vakuumtoiletten. Dann Urintrennung, das war so ein Trend, der aus Schweden kam, also die Schwarzwassersysteme, da habe ich eigentlich weltweit so eine Pionierrolle gehabt mit ja, ein paar anderen Leuten zusammen. Und die Urintrennung bzw. Nutzung von Urin kam dann aus Schweden von engagierten Leuten und wird inzwischen auch viel gemacht. Dann, was es schon sehr lange gibt, auch bevor ich angefangen habe mit diesem Thema, waren die Komposttoiletten oder Trocknungstoiletten, die dann aber durch die Urinabtrennung sehr, sehr viel einfacher wurden. Und jetzt haben wir am Institut in der TU Hamburg Systeme entwickelt, die halt darüber hinausgehen. Und eins dieser Systeme ist ja, ein Behältertoilettensystem, was hier unten dargestellt ist. Das wäre eine Behältertoilette, kein Kanalnetz nötig, sehr kostengünstig, aber es braucht halt einen Abfuhrservice. Und das ist dabei ein Nachteil. Dann könnte man auch aus diesen Spültoiletten, die ja sehr viel Wasserverbrauch haben, wenn man dieses Wasser wieder aufbereitet, das ist diese Wassermenge wieder aufbereitet und zur Toilettenspülung wieder verwendet, dann hat man plötzlich Spültoiletten, die gar kein Frischwasser mehr verbrauchen. Und auf diesem Weg holen wir die Nährstoffe raus. Zeige ich gleich auch noch. Das sind zwei Entwicklungen, die beide sehr aussichtsreich sind, beide machbar sind und ja, wo man mehr darüber hören wird in Zukunft, wenn es tatsächlich genug Menschen gibt, die sich selber schlau machen, nicht einfach nachplappern, was überall erzählt wird, selber recherchieren und sich Gedanken machen und dann Entscheidungen treffen, die mit Realität zu tun haben. Das ist heute schon eine Ausnahme geworden bei den großen Sachen. Und das ist halt etwas, wo man wirklich dann auch gucken kann, was kann man da erreichen. Zunächst Übersicht über einige aktuelle Entwicklungen in Wasserinfrastruktur. Und da ist erstmal jetzt seit einigen Jahren, hier zum Beispiel in Hamburg, wird immer mehr auch ja, in den städtischen Gewässern geschwommen. Das ist auch in anderen Städten ein Trend und ist natürlich tolle Lebensqualität. Also ich wohne hier direkt an der Alster. Hinter mir sieht man sie. Und im Sommer, wenn es warm ist, gehe ich gerne runter in den Garten und gehe eine Runde schwimmen, bis dann die Algen kommen, weil die Alster auch zu belastet ist mit Nährstoffen, so dass es dann halt, wenn es sehr sonnig und warm ist eine Weile, dann fängt es Ende August, September wird es da unten grün und dann hat man da halt auch keine Lust mehr zu schwimmen. Es gehen aber immer mehr Menschen jetzt ins Wasser rein, besonders seitdem es das Stehpaddeln gibt, weil da ist die Hemmschwelle reinzuspringen sehr, sehr gering. Und das ist eigentlich gut, weil dann muss man sich auch mehr Gedanken machen, wie das Wasser wirklich sauber bleibt. Man sollte aber nicht ins Wasser gehen, wenn vorher super starkes Gewitter war, weil dann immer noch Kanalnetze überfließen und auch Rohabwasser mit in den Gewässern ist. So viel zum Schwimmen. Und die Konsequenz für das Wasser in der Stadt ist halt, dass die ganzen Dachflächen, hier sieht man
überall Dächer und sehr, sehr wenig Flächen, wo man etwas ja, Versickerung hat. Und das ist etwas, was jetzt zum Glück auch umgekehrt wird. Die Versickerung von Regenwasser, also das ist so ein Querschnitt durch eine Mulde, das wäre also zum Beispiel am Straßenrand. Hier wäre Gras, ne? Das wäre der Rasen und da macht man solche Mulden und der Regenabfluss geht dann hier rein, staut sich auf, wenn es ordentlich regnet und das hat dann Zeit zu versickern und erhöht dann das Grundwasser im Laufe der Zeit. Wird zum Glück immer mehr gemacht, es ist teilweise gesetzlich vorgeschrieben und sehr erfolgreich. Und da, wo kein Platz ist, da wird dann halt unter Straßen, unter Parkplätzen werden so Versickerungseinheiten gebaut. Das könnte dann so ein großer Kasten sein, sind zum Teil so Kunststofffüllkörper, wo das Wasser erstmal zwischengespeichert wird und dann von da aus langsam versickern kann. Weil man braucht erstmal den Rückhalt, Retention und das braucht Volumen. Und das ist in der Stadt halt oft nicht vorhanden. So kann man das halt unterirdisch schaffen. Die meisten Architekten und Stadtplaner haben leider andere Vorstellungen von Stadt. Und so sehen wir die großflächige Pflasterung ohne jede Versickerungsmöglichkeit, obwohl das eigentlich ja, seit langem bekannt ist, dass das einfach ökologisch nicht sinnvoll ist. Regenwassernutzung gibt es viele Anlagen, empfehle ich selber nicht so sehr, weil ich finde es viel besser, wenn das Regenwasser alles versickert wird und man dann einen Brunnen hat. Dann kann man halt das Grundwasser fördern und dann braucht man diesen ganzen Kladderadatsch nicht, ne? Also da lieber eine Pumpe ins Grundwasser und da das Wasser direkt rausholen. Und wenn Regenwasserversickerung da ist, gibt es auch genug Wasserneubildung. Das eins meiner Lieblingsthemen aktuell ist das Propagieren von Dachgärten. Wir haben ja in der Stadt auf den Gebäuden häufig einfach irgendwelche, was weiß ich, Materialien, dass das Wasser möglichst schnell abfließt und dann ja, fallen da große Wassermengen an. Das sollen einfach mal hier so Gebäude sein, ne? Und was jetzt immer mehr gemacht wird, zum Glück, das ist eine Dachbegrünung, dass man halt auf die Dächer so ein dünnes Substrat draufbringt, wo halt dann ja, einfach das Wasser ein bisschen aufgehalten wird, die Umgebung wird gekühlt dadurch. Es sieht schöner aus und das ist halt etwas, was eine gute Entwicklung ist, wo etliche Städte, zum Beispiel auch Hamburg, Förderprogramme haben, wo man für Dachbegrünung und da empfehle ich die extensiv, also nicht intensiv mit dicken Substraten, das ist sehr pflegeaufwendig, aber die dünnen Substrate und die bilden dann ein Magerrasen und das ist etwas, was ökologisch viel zu wenig ist. Also das ist sehr hochwertig für die Natur. Es muss dann nicht bewässert werden, weil intensiv Begrünung muss dann bewässert werden, verbraucht dann wieder Wasser, gerade in der Zeit, wo das Wasser sehr knapp ist. Und jetzt interessiert es mich, dass wir dann einen Schritt weiter gehen, dass wir halt anstatt nur einfach Dachbegrünung machen, halt einen Dachgarten machen, dass halt hier auf dem Dach entsprechende Einbauten sind, wo man dann Beete hat, wo Pflanzen wachsen, vielleicht auch ein paar Sträucher. Und wenn es sehr stark regnet, kann man hier das Wasser zurückhalten. Und das dann nach dem Regen entweder nutzen oder ganz langsam abgeben in Versickerungsanlagen oder wenn es sein muss in Kanalnetze. Ja, das ist etwas, wo wir jetzt über Masterarbeiten die Machbarkeit festgestellt haben. Es geht und
Es kommt dabei eine Miete raus, also entweder ein Mietaufschlag, wenn der Dachgarten für alle zugänglich ist, der sehr überschaubar ist, oder halt eine Vermietung von einzelnen Parzellen oder eine Kombination von beiden. Ist absolut machbar, aber es gibt deutliche Mehrkosten beim Bau und das muss natürlich irgendwie refinanziert werden. Es wird einem wahrscheinlich niemand schenken und insofern wäre da eine kleine Miete für so einen Dachgarten drin und ich wäre sofort dabei. Gut, ich habe einen Garten jetzt hier und obwohl ich mitten in der Stadt lebe und das ist ein Privileg, was nicht so viele haben, aber ansonsten würde ich wirklich sehr gerne auch einen Dachgarten haben. Da ist dann Sonne, man kann ein bisschen was produzieren, die Kinder lernen, wie man Gartenbau macht und so weiter. Ja, dann weitere Sachen jetzt über die Möglichkeiten im Haushalt was zu machen. Ein Riesenwasserverbraucher ist natürlich die Dusche. Und jetzt haben die normalen Duschen haben so ungefähr einen Durchsatz von 18 Liter pro Minute. Man muss wirklich mal einen Eimer drunter stellen unter die eigene Dusche und dann kriegt man eigentlich einen Schock, wenn man sieht, wie schnell der Eimer voll ist. Ich habe jetzt seit, was weiß ich, 15 Jahren ungefähr eine Dusche mit 6 Liter Durchfluss. Und da gibt es leider sehr viel Schrott im Angebot. Also die Duschköpfe, die man so im Baumarkt kauft, sind oft gefährlich, weil die so einen Sprühnebel machen. Das Duschen macht keinen Spaß mehr. Und wenn man diesen Sprühnebel einatmet, kann das auch Probleme geben mit Legionellen und so weiter. Und es gibt einen besonders guten Duschkopf von einer kleineren Firma, den ich hier halt empfehle. Und das ist halt ein Pionier auf dem Feld. Er hat selber dadurch, dass er sich um die Kinder gekümmert hat, hat er dann Zeit gehabt, so an Innovation zu denken und hat so einen Duschkopf entwickelt, wo das Wasser sehr stark verwirbelt wird und dann halt so Wassertropfen entstehen, die in Luft haben. Und das ist etwas, was wunderschön ist. Also man duscht im Grunde nach dem Gefühl nach sehr, sehr viel Wasser. Und es ist aber ein sehr sparsames Teil und man kann irre Mengen Energie und Geld einsparen. Sowas amortisiert sich innerhalb von wenigen Monaten und ist eigentlich traurig, dass das nicht gemacht wird. Im größeren Stil. Also das würde ich sehr, sehr empfehlen und sie sparen tatsächlich jede Menge Geld und Energie ein. Und natürlich spart man auch eine Menge Wasser ein, was in wasserarmen Regionen oder Zeiten halt dann auch extrem wichtig ist. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, die Wärme in der Dusche. In der Dusche kommt ja erstmal ordentlich warmes Wasser raus und da gibt es eine Firma aus Belgien, die hat so einen Wärmetauscher entwickelt, mit dem man etwa 50% der Wärme zurückgewinnen kann. Und das ist ein schönes System, was man natürlich auch einbauen sollte. Dann für Hausinstallationen, wie gesagt, werde ich immer wieder gefragt, was kann man machen, um Wasser zu filtern im Haushalt. Die meisten Menschen aus der Wasserwirtschaft lehnen so etwas strikt ab. Da gibt es auch einen guten Grund für, weil die Menschen, die solche Filteranlagen einbauen, also es geht da halt um ja, Anlagen, die, also hier wäre jetzt, na, jetzt will der Stift hier nicht mehr. Dann wäre hier das Waschbecken und der Wasserhahn. Und dann kann man an der Stelle hier einen Anschluss haben und von dort geht dann ein kleiner Schlauch, da wird dann Wasser abgenommen und das geht dann bei den einfachsten Geräten zu einem Filter, der dann hier einfach
daneben steht. Sorry für das Zeichnen mit der Maus, ist das ein bisschen doof. Und dann hat man hier halt einen extra Wasserhahn, wo halt dann gefiltertes Wasser rauskommt. Und diese Filter sind tatsächlich verfügbar, auch in guter Qualität. Aber der große Kritikpunkt daran ist, dass die Menschen, die solche Filter einbauen, die Filter nicht wechseln. Und das ist auch so. Natürlich, wenn jemand sowas einbaut, dann vergisst man das. Man weiß nicht mehr, wann das gewesen ist, auch wenn es da Aufkleber gibt, wann man das tauschen muss. Nur jetzt kann man natürlich sagen, sowas dürfen Leute gar nicht in die Hände kriegen. Oder man kann sagen, wenn ihr das macht, dann geht da verantwortlich mit um. Das Nichtwechseln der Filter ist durchaus gefährlich, hygienisch gefährlich. Und man kann ja einen Filter kaufen und dann so ein Abo machen für die Filter, dass so nach der Zeit, wo der Filter getauscht werden muss, das sind typischerweise halbe Jahre oder einmal pro Jahr, dass man dann immer automatisch so einen Filter zugeschickt kriegt und dann weiß man, aha, jetzt muss ich den austauschen. Und da gibt es zwei wesentliche Wege, die man hier gehen kann für die Filter. Und das eine ist Aktivkohle und das andere ist Reverseosmose. Und die Aktivkohle Filtration ist in der Wasserwirtschaft ein sehr, sehr weitreichendes, weitgehendes Verfahren, was sehr, sehr viele Schadstoffe rausholen kann. Wenn man jetzt das gesamte Leitungswasser beim Wasserwerk mit Aktivkohle reinigen will, ist das sehr, sehr aufwendig. Und insofern finde ich das schon gar nicht so unpfiffig, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier so einen kleinen Aktivkohlefilter hier neben den Wasserhahn und habe dann halt diese sehr hochwertige Reinigung. Und wenn man den Filterwechsel macht, ist da halt auch kein Risiko. Viele Menschen, die dann das ganz perfekt machen wollen, die holen sich dann Reverseosmoseanlagen. Die sind dann eher nicht auf oben auf der Spüle, sondern das sind eher Anlagen, die in so einem Kasten untergebracht sind mit Armaturen, wird angeschlossen und dann hat man hier so einen kleinen Wasserhahn, wo dann das Wasser aus Reverseosmose rauskommt. Und es spricht einiges dafür, das Wasser so weitgehend aufzubereiten. Und die Bemerkungen mit dem Filterwechsel und so gelten hier genauso. Die Reverseosmoseanlagen sind oft relativ teuer, auch oft sehr viel teurer, als eigentlich Reverseosmose kosten müsste. Es gibt auch ein paar kostengünstige Systeme. Und es gibt ja ein großes Problem bei der Reverseosmose, dass es auch vielleicht manches zu viel da rausholt. Es gibt von der Wissenschaft her eine ganz klare Erkenntnis, dass in den Gegenden, wo Menschen Spurenelementemangel haben, am Beispiel von Lithium, ein wichtiges Spurenelement, das sogenannte Glückselement, dass in Gegenden, wo in der Nahrung nicht genug Lithium ist, was wiederum oft deshalb ist, weil die Böden ausgelaugt ist, weil die ja, Nährstoffe, Spurenelemente ins Abwasser abgeleitet werden, statt wiederverwendet zu werden. Und jetzt gibt es riesige Studien, wo halt gezeigt wurde, dass in den Gegenden, wo die Menschen Lithiummangel haben aus der Nahrung, dass dann ja, Lithiumhaushalt aus dem Trinkwasser aufgebessert wird oder aus dem Leitungswasser, was auch immer man so zu sich nimmt. Und es hat sich gezeigt, dass in den Gegenden, wo die ja, Lithiumversorgung über das Trinkwasser offenbar hauptsächlich funktionierte, bei der
Wegnahme dieser Quelle aus dem Trinkwasser, also bei Leuten rausgefunden, wo, nicht Wegnahme, sondern dass in den Gegenden, wo kein Lithium im Trinkwasser war, weil es gibt welche Wässer, die das natürlicherweise haben, andere haben das nicht, dass in solchen Gegenden, wo kein Lithium war, die Menschen sehr, sehr viel mehr Depression hatten, es gab sehr viel mehr Suizide, es gab sehr, sehr viel mehr Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen und alles. Und da scheint Lithiummangel eine riesige Rolle zu spielen. Und das waren nicht Kleinigkeiten, das war doppelt so viel bis dreimal so viel Depression und Suizide und so. Also katastrophal. Und ich finde es absolut unglaublich, dass diese Studienlage, wissenschaftliche Lage, riesige Studien, auch 30 andere Forschungsergebnisse, die das bestärken, dass das einfach so ignoriert wird. Die Menschen leiden und das ist halt einfach was, was so die Verdorbenheit der Politik zeigt, die verwoben ist mit Wirtschaftsinteressen bis über den Hals hinaus. Und man merkt es aktuell auch, wie krass das gehen kann. Und das läuft jetzt so krass, dass dieses System ja, hoffentlich bald mal erkannt wird. Die Naivität der Menschen ist, glaube ich, unerschütterlich. Und diese wichtige Studie wurde unter den Tisch gekehrt. Es wird nicht gehandelt. Das Glückselement ist vielen Menschen nicht bekannt. Sie können auch mal gucken, Verfügbarkeit als Nahrungsergänzung in der EU. Deshalb ist es halt so, wenn man jetzt privat so eine Reverseosmoseanlage einbaut, wo es ja tatsächlich viele gute Gründe für gibt, ist da die Gefahr, dass halt zum Beispiel jetzt Lithium mit rausgenommen wird. Und wenn das die wesentliche Lithiumquelle war, kann sein, dass jemand dadurch depressiv wird. Und da könnte man dann sagen, depressiv. Durch Wasserfilter. Okay, aber jetzt weiter. Jetzt hier an der falschen Stelle. Wieder zurück zu den direkt zu den Wassersystemen. Und es gibt viele Entwicklungen in Richtung Urin Sortierung. Also es ist halt eine wasserfreie Urinsammlung an Urinalen. Problemlos möglich über solche Membranen. Also Firma Kerakmak hat das seit langem und das ist klasse. Und einer der großen Vorteile ist, dass das Urin selber nicht so verblockt. Also man sieht ja bei Urinalen oft, dass dann die Leitungen verstopfen, dann müssen hier die Kacheln aufgekloppt werden. Und das ist etwas, was nicht mehr passiert, wenn man Urin getrennt absammelt. Und dieser Geruchsverschluss funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt diese Urinale dann auch ganz ohne Wasserspülung. Und es gibt auch welche, die dann irgendwie vielleicht zweimal am Tag spülen. Und die sind über Jahre erprobt inzwischen. Das geht wunderbar. Es gibt Urin-Trenntoiletten auch. Hier ist so ein kleiner Einsatz. Das war mal mein früheres Haus, da habe ich das selber mal eingebaut, experimentell. Und hier war dann halt so hier unten drinnen ein Rohr, was halt Urin getrennt abgesammelt hat. Wir haben, oder mit meinem früheren Ingenieurbüro, habe ich selber auch ein großes Projekt mitgemacht in Linz in Österreich, wo auch die Urintrennung in den Wohnungen gemacht wurde. Und dann halt im Kellerraum halt hier solche Urinbehälter waren. Und leider haben diese Trenntoiletten nicht das gehalten, was sie eigentlich versprochen haben. Die verblocken alle nach einiger Zeit. Und bei diesem Projekt musste das halt dann wieder rückgebaut werden. Aber eine mutige Aktion eines Wasserbetriebes. Und wenn man neue Sachen macht, geht auch mal was schief. Und das ist halt etwas, wo viele Menschen dieses Risiko nicht eingehen wollen und wir deshalb mit vielem alten Kram stecken bleiben und neue Sachen oft sehr, sehr zögernd nur angenommen werden.
Ja, es gibt ein ganz neues Toilettensystem, jetzt auch nochmal wieder mit Urintrennung. Das ist ein System, was ursprünglich Ulrich Braun, mit dem ich lange zusammengearbeitet hatte, der inzwischen verstorben ist, erfunden und propagiert hatte. Und inzwischen wird das von der Firma Laufen hergestellt. Hier ist mal so ein Querschnitt. Und die Idee ist, dass im vorderen Teil der Toilette Urin würde hier dann reingehen und läuft dann hier runter durch diesen Randeffekt, ne, so an glatten Oberflächen bleibt ja Flüssigkeit so ein bisschen haften. Und wenn man dann die Toilettenspülung betätigt, dann fließt das hier so schnell, dass das halt nicht in dieses kleine Loch geht, sondern halt hier ins Abwasser mit reingeht. Und das ist ein formschönes Teil. Die Idee ist klasse. Und das ist halt etwas, was man halt hier im Haushalt machen kann. Ähnlich das Projekt, was wir in Österreich damals gemacht hatten. Und man wird sehen, wie erfolgreich das ist. Das System könnte besser funktionieren. Ich bin aber insgesamt, was Urintrennung oder besser Sortierung betrifft, inzwischen relativ skeptisch und man muss eh die Exkremente gesamt behandeln. Deshalb habe die Dinge, die ich vertrete, sind halt komplette Schwarzwassersysteme, wie wir das nennen. In Holland hat man sehr, sehr viele Projekte gemacht mit Urinnutzung. Hier ist eine Düngerproduktion. Sogar die in Holland da arbeitet. Ja, dann komme ich zu den sinnvollen Entwicklungspfaden, die aus meiner Sicht, ne? Nicht, dass sich jemand aufregt und sagt, nee, wie kann man nur, das ist meine Sicht mit 30 Jahren Erfahrung in vielen praktischen Projekten in vielen Teilen der Welt und mit Jahrzehnten von Forschungsstunden jetzt mit meinem Team. Und wir haben sehr, sehr vieles veröffentlicht, was in der Institutswebsite auch abgerufen werden kann. Also die Website der TUHH.de und dann haben wir halt /AWW und da sind unter Literatur sehr, sehr viele Materialien für das ganze Thema, wer sich da weiter interessiert. Es gibt auch inzwischen richtige Arbeitsgruppen zum Thema neuartiger Sanitärsysteme und das, was ich inzwischen halt als sinnvolle oder besonders sinnvolle Wege ansehe, ist der sogenannte Schwarzwasserkreislauf. Das kann man mit Grauwassertechnik zusammen, ob warm, dann auch ohne Kanalnetz machen. Es sollten aber zumindest 600 Wohneinheiten, das wären, was weiß ich, da 1500 Leute etwa, damit das sich rentiert. Und das System halte ich für besser als das Vakuum-Biogassystem, was ich selber entwickelt habe. Schwarzwasserkreislauf wurde von dem schon genannten Ulrich Braun entwickelt. Dann gibt es Therapeuta-Behältertoiletten, sehr einfaches Sammelsystem. Es geht auch urban. Und das ist sehr aussichtsreich für eine Lösung, die überall in der Welt funktionieren könnte. Und das zeige ich auch gleich kurz. Und dann gibt es die Trockentrenntoiletten für sehr ländliche Regionen, wo die Leute sich selber kümmern. Ich habe das hier jetzt nochmal einfach als Text so, kann man anhalten, sich anschauen, wenn es einen mehr interessiert. Vakuumtoiletten. Also ich habe selber vor 25 Jahren ein System entwickelt, aufgrund der Tatsache, dass normale Spültoiletten viel zu viel Wasser verbrauchen. Ich habe gesagt, okay, Vakuumtoiletten im Zug, im Schiff, im Flugzeug verbrauchen viel weniger. Und durch diese Vakuumtoiletten kann man halt das Toilettenabwasser, Urin und Exkremente
relativ elegant sammeln und dann in eine Biogasanlage bringen und einen kompletten Flüssigdünger zu machen. Das war die Idee dabei. Und das wurde realisiert in einem Projekt der Expo 2000 der Stadt Lübeck. Und diese Häuser hier haben Vakuumtoiletten. Im Keller gibt es dort entsprechend diese Vakuumeinheit. Und da diese Technik ist halt dort installiert. Leider ist durch die Gesetzesänderung halt die Nutzung von Volldünger nicht mehr nötig. Also die eigentlich geplante Abfuhr nach der Biogasanlage ist nach heutiger Gesetzeslage nicht mehr machbar. Also die eigentlich sinnvolle Rückführung der Nährstoffe ist gesetzlich unterbunden. Und wo es Gründe für gibt, aber die Gesetze sind dann so starr, dass auch da, wenn man sinnvolle Systeme macht, das plötzlich nicht aufgeht. Und solche Systeme sind inzwischen erfolgreich. Schwarzwasser, die kleine Wassermenge, das sind jetzt tatsächliche Messwerte, 4,8, knapp 5 Liter Wassermenge pro Person und Tag, aber fast alle Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Spurenelement und alles da drinne. Und dann das Grauwasser, knapp 60 Liter, also der Wasserverbrauch in dieser modernen Siedlung, die alles haben an Technik, ist ungefähr 65, manchmal 70 Liter pro Einwohner und Tag. Also ungefähr die Hälfte von dem, was wir üblicherweise woanders haben. Beim Phosphor ist leider mehr Phosphor durch Geschirrspülmaschinen-Tabs zu sehen, aber das wird, glaube ich, jetzt wieder weniger durch Gesetzesänderungen. Solche Systeme sind dann inzwischen neben unserem Pilotprojekt in Holland und auch durch dieses Pilotprojekt, wir haben sehr, sehr viele Besucher gehabt, 6.000 bis 7.000 Besucher aus aller Welt. Und ich habe viele Vorträge in Holland gehalten und daraus sind dann mit entsprechenden Besuchen bei unseren Projekten und der Überprüfung sind auch solche Projekte entstanden. Das hier ist ein Projekt mit dem Schwarzwasser Vakuum-Biogas-System der Forschungseinrichtung Wetsus in Holland. Und da gibt es ein entsprechendes Ingenieurbüro, desa.nl. Und die planen inzwischen solche Systeme auch in anderen Teilen der Welt. Das ist jetzt für die eine ziemlich erfolgreiche Sache. Hängt alles mit an der Universität Wageningen. Interessanterweise ursprünglich eine Agraruniversität, die sich halt für das Thema Nährstoffrückgewinnung aus Abwasser, wo ich einer der ersten war, die das jetzt so aus der Branche selber vermittelt haben, wo dann halt ein großes Interesse entstand. Ja, Stadt Hamburg, Hamburg Wasser hatten das aktuell größte Projekt der Welt gemacht in einem Vakuum-Biogas-System mit entsprechenden Verbesserungen. Das ist nicht mehr original, das wie ich es gemacht habe. Es ist aufgebaut darauf. Wir waren natürlich auch im Dialog dort. Die haben eigene gute Ideen eingebracht im Bereich Energie, mehr Energie zu gewinnen. Und das Projekt ist inzwischen gebaut von der Technik her. Die Gebäude sind noch im Bau. Und das ist aktuell das größte der Welt. Aber das nächstgrößere ist auch schon mit Baubeginn. Das ist Helsingborg in Schweden. Und das ist hier auch die Firma DESA, die das machen. Und es ist aber ein Projekt des örtlichen Wasserbetriebes und in diesem Neubaugebiet hier wird so ein System eingebaut, was sich H+ nennt. Und das ist etwas, wo man halt jetzt auch die entsprechenden Nährstoffströme erfasst und nutzen will, weil das in Schweden auch einen großen Stellenwert hat, gerade der Schutz der Ostsee. Die Ostsee ist vom Umkippen bedroht, also dann kann man es vergessen, in einer Ostsee noch an den Strand zu fahren. So krank ist unsere Gesellschaft, dass wir solche unglaublichen Sachen geschehen lassen.
und nur unzureichend handeln. Aber hier zeigen halt Menschen, die machen was, auch sehr weitreichende Konzepte, wo die Nährstoffe dann weitestgehend rausgeholt werden. Und ja, müssen wir mal sehen, wo wir hinkommen insgesamt. Und dann nicht mit dem Vakuum-Biogas-System, sondern aus meiner Sicht letztlich noch sinnvoller ist halt dieser Schwarzwasserkreislauf. Das ist halt die Trennung Toilette und Grauwasser, wie immer. Und das Toilettenabwasser kommt in eine Behandlungsanlage mit Biologie und sehr feiner Filtration und wird dann wieder zu einem sehr sauberen Spülwasser, was dann sehr salzhaltig ist und aber ansonsten halt weiterhin zum Spülen verwendet werden kann. Und da geht dann ein kleiner Teil raus als Volldünger, wo Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel und Spurenelemente und so alles drin ist und das auch gereinigt werden kann von diesen Pharmazeutika-Rückständen, die wir überall im Abwasser haben. Und das ist ein großes Problem, die rauszukriegen. Es könnte auch Biogas erzeugt werden und es können auf jeden Fall Bodenverbesserungssubstrate erzeugt werden. Und wenn man das mit dem Grauwasser genauso macht, also auch hier eine eigene Behandlung, Versickerung, kann man auch eine lokale Trinkwasserversorgung herstellen, sodass man gar kein Kanalnetz mehr braucht. Und hier, wir haben dann eine Wassermenge pro Person und Tag, 10 bis 20 Liter pro Person und Tag. Das kann fast überall aus Regenwasser, wenn man das Regenwasser versickert, dann gemacht werden. Und das ist halt ein System, was ja, eine gewisse Größe braucht. Wie gesagt, vielleicht 1500 bis 2000 Leute, also ein Gebäudeblock oder ein paar Hochhäuser und so weiter. So, dann, ach so, diese Firma Intaqua gibt es inzwischen nicht mehr durch den Tod von Herrn Braun. Die Patente sind ausgelaufen, das kann jetzt frei realisiert werden. Also wer da entsprechende Interessen hat, gerne bei uns melden. Wir machen da weiterhin auch wissenschaftliche Forschung dazu und Beratung. Und dieses System ist jetzt auch einmal realisiert worden. Das haben wir mit der Stadtentwicklungsbehörde von Hamburg realisiert, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof. Dort ist eine öffentliche Toilette, die dann einen biologischen Reaktor hat, wo das gesammelte Schwarzwasser weiter aufbereitet wird. Es wird vorher eine Festflüssigtrennung gemacht, dass so die groben Brocken halt getrennt abgesammelt werden. Hier ist dann der Membranteil, da wird dann halt die da werden dann halt hier die weiteren Behandlungen gemacht, sehr feine Filtration. Und letztlich braucht man halt hier dann noch eine Zusatzfiltration. Das wäre dann zum Beispiel eine Nanofiltration. Also das sind hier diese Nanofiltrationseinheiten, Entfernung von Färbung und Mikroschadstoffen wie Pharmazeutika-Rückständen. System funktioniert, es läuft. Wir haben das in der Forschung sehr intensiv untersucht und es ist fertig für die Anwendung im großen Stil. Wenn man solche Systeme macht, so einen Schwarzwasserkreislauf, kann man in der Küche auch so einen Küchenabfallzerkleinerer oder CAZ einbauen. Und das sollte aber dann nicht ins Abwasser gehen, sondern halt getrennt zum Schwarzwasser. Und dann kann es da mitbehandelt werden und man hat ein großes Problem im Stadtbereich weniger, weil diese gelben oder braunen Tonnen, wie auch immer, mit dem Bioabfall, die stinken sehr leicht und es ist schwierig, das alles vernünftig einzusammeln. Es ist sehr viel Plastik drin und so weiter. Ja, und wir haben dann eine Entwicklung gemacht, dass Exkremente in einer Behältertoilette, also jetzt um halt zusätzlich zum Schwarzwasserkreislauf noch ein sehr einfaches System zu haben. Also der Schwarzwasserkreislauf ist Hightech,
erfordert viel Technik, eine gewisse Anschlussgröße. Gut, vielleicht geht das irgendwann mal in Richtung Einheiten für einzelne Wohnungen. Technisch ist es denkbar. Das bräuchte aber so eine Anstrengung wie die Entwicklung der Waschmaschine oder so. Und wir haben ein sehr einfaches System entwickelt an der TU Hamburg. Und das ist hier auch im Internet zu finden. Es gibt auch ein Video hier in meinem Kanal auch zu Therapeuta Sanitation, wie wir das nennen. Und wir lassen uns da anregen von den Entwicklungen, von einem fantastischen Sanitärsystem, was es im Amazonas gab, bis vor 500 Jahren. Über tausende von Jahren haben die dortigen Bewohner Bevölkerungszahlen von vielen Millionen, also sehr dichte Bevölkerung, über tausende von Jahren zwei Dinge hinterlassen. Nein, kein Atommüll, nein, keine Giftmülldeponien, nein, keine zerstörten Seen und Meere und Flüsse, sondern die schöne Keramik. Also es war kulturell sehr hoch entwickelt, sehr diverse, wunderbare Keramikkunst und die besten Böden der Welt. Und diese besten Böden der Welt dort in einer Gegend, wo die Böden katastrophal schlecht sind, sind noch heute fantastisch fruchtbar. Also die Leute, die auf so einem Boden leben, haben ein sorgenfreies Leben, genug Essen. Die Nachbarn placken sich ab, schmeißen Mineraldünger drauf, trotzdem kommt da nichts bei raus. Und das ist die sogenannte Terra Preta, schwarze Erde. Und da gibt es auch einiges im Internet, wen das mehr interessiert. Und diese schwarze Erde ist halt aus Bioabfällen, aus Knochen und halt auch aus Exkrementen von Mensch und Tier entstanden. Und damit hat man halt ein Sanitärsystem, was die besten Böden der Welt macht. Und das hat mich dann angetriggert, etwas zu entwickeln, dass wir sowas Ähnliches hinkriegen. Und der große Trick, der da gemacht wird, und da danke ich sehr dem Dr. Heiko Piplow für diese Idee. Der hat nämlich dann gesagt, ja, wir haben wahrscheinlich bei den Therapreta-Systemen eine Laktofermentation gehabt und damit halt die Geruchsbildung unterbunden. Also wie bei Sauerkraut kann man halt auch Exkremente in Milchsäurefermentation versetzen. Das Toilettensystem muss nicht komplett trocken sein. Wir haben hier im Design so ein kleine Sprühdüse und die kann dann genutzt werden, um halt mit Druck und sehr wenig Wasser die Schüssel zu reinigen. Und dann, wie bei Müll einsammeln, kann dann halt das abgepumpt werden. Einmal in der Woche, so bei Einzelhäusern und im Geschosswohnungsbau kann man das aber auch so kombinieren, dass man halt einen Zwischenbehälter hat, wo halt im entsprechenden Abstand diese Toiletten halt hier entleert werden. Auch hier die Küchenabfallzerkleinerer möglich. Und damit kann man halt dann tatsächlich dann Sammeltank, der, was weiß ich, alle 2 Monate, 3 Monate abgeholt wird. Ja, das ist etwas, was machbar ist, sehr kostengünstig, braucht kein Kanalnetz. Es geht in Slums und es geht auch für ja, tolle Wohnungen. Das Design ist da. Die technischen Details können dann fertig entwickelt werden, wenn irgendwo ein ausreichend großer Bedarf ist. Es müssen direkt mehrere tausend Toiletten angefragt werden, damit sich lohnt, die Produktion anzufangen. Also ein typisches Huhn- oder Ei-Problem. Es ist im Moment beides nicht da, aber die Idee ist da und vielleicht wird uns erst die Not dazu bringen, vernünftig zu werden, wie es leider schon so oft war. Aber das ist ein System, was machbar ist. Ja, wir haben auch da eine Masterarbeit zu machen lassen, José Belera, von der TU Dresden und der hat sehr schön gezeigt, dass man diese Sammlungen und Abführungen und Zwischenbehälter machen kann und er hat Varianten untersucht mit oder ohne Kanalnetzanschluss. Es ist machbar, es ist kostengünstig und ja, da hoffe ich, dass es da irgendwann mal weitergeht.
Ja, es gibt die Trockentoilettensysteme, das sind so einfache Behältertoiletten. Was sich bewährt hat, ist halt eine Urintrennung und zwei Behälter. Der eine wird dann 6 Monate benutzt, der andere 6 Monate. Und es wird nach der Benutzung immer halt eine Mischung von, ja, man kann verschiedene Sachen nehmen, trockene Erde, Sägespäne und so weiter, so dass halt das Material bedeckt wird. Und das kann auch sehr schön aussehen hier, wie in diesem Gebäude in Mexiko. Wir haben in Äthiopien solche Toiletten ja auch bauen lassen für Projekte. Und das hat einen gewissen Erfolg und das Interesse ist da, aber die Trockentrenntoiletten sind aus meiner Sicht noch nicht so die ja, Lösung aller Fragen. Und die Behältertoiletten finde ich sehr viel besser als das. Und ja, hier werden Fäzes und Urin auch getrennt gesammelt. Und gibt auch dann Nachbauten hier, so ein Toilettensystem. Und in der Ukraine haben wir mit der Organisation Women in Europe for Common Future Schultoiletten mitkonstruiert und beim Bauen geholfen. Ist ein schönes System und durch die Behältertoiletten und diese Möglichkeit der Laktofermentation sehe ich jetzt inzwischen bessere Wege. Wir haben auch in Äthiopien solche Trockentrenntoiletten für Geschosswohnungsbau gemacht. In China wurde für große Apartmentblocks sogar sowas gebaut. Und beide Projekte sind schiefgegangen. Dieses hier in China wegen Fehlinstallationen, wo dann die Entlüftungen aus den Toiletten irgendwo in den Küchen landeten, absolut unglaublich. Und dann ist das rausgerissen worden. Und in unserem Projekt in Äthiopien haben wir diese Toiletten mit viel Aufwand entwickelt, über Jahre. Und die Wohnungsgesellschaft hat dann halt die Wohnungen dann freigegeben zum Bezug. Die Leute sind eingezogen. Niemand hat unseren Mitarbeitern vor Ort Bescheid gesagt. Lokale Leute hatten wir beschäftigt. Die haben erst später erfahren, dass jetzt die Leute da drinne sind. Die waren nach wenigen Wochen da völlig entnervt, weil niemand ihnen sagte, wie man das verwendet. Und das Projekt war dann innerhalb von wenigen Wochen gescheitert. In einer der trockensten Gegenden der Welt. Dann wurden Spültoiletten eingebaut und in der Trockenzeit versagen die natürlich, weil kein Wasser mehr da ist. Und dann bauen die halt Grubentoiletten vor modernen Häusern. So lustig kann das werden. So, dann komme ich zum Abschluss. Zusammenfassung. Ich habe ein bisschen was erzählt über den Hintergrund der Innovation, also weg von diesen Systemen mit linearen Durchflüssen. Aktuelle Entwicklungen. Dachgärten propagiere ich sehr. Urintrennung halte ich für eher schwierig, aber vielleicht wird das ja auch besser laufen mit neuen Entwicklungen. Sinnvolle Entwicklungspfade. Auf jeden Fall die Dachgärten mit lokaler Versickerung, lokaler Trinkwasserversorgung. Und dann braucht man auch fürs Abwassersystem, wenn man Schwarzwasserkreislauf hat oder die Therapreta-Behältertoiletten, kein Kanalnetz. Und damit braucht man in den Städten diese teuren, aufwendigen Kanalnetze nicht mehr und kann das Geld lieber investieren in sinnvolle Technik zur Wiederverwendung und Trockentrenntoiletten für ländliche Gebiete, wo auch genug Platz da ist. Man braucht sehr viel Fläche. Also pro Person braucht man ungefähr 200 bis 400 Quadratmeter Fläche, die gedüngt werden muss. Also kommt einiges zusammen und man muss das auch tun. Mit Servicemodell ist natürlich auch möglich, aber es ist halt tatsächlich eher sinnvoll für den ländlichen Raum. Ja, und das ist so die Schlussvision. So kann das dann aussehen, dass man halt hier so eine Art Kreislauf generiert. Ja, damit möchte ich schließen und danke für das Interesse. Kommentare und weiter Diskussion gerne hier unterm